Sie momentan mehr als 12 Leute im deutschen Gefängnis inhaftiert, weil sie sich, wie wir heute auch mit dieser Demonstration, für Frieden und Freiheit in Kurdistan eingesetzt haben. Viele dieser Freiheitskämpfer werden von manchen Menschen als Terroristen bezeichnet. Aber ich frage mich, ist es Terrorismus, wenn man sich entschlossen gegen Faschismus stellt? Ist es Terrorismus, wenn man mit der Waffe in der Hand gegen die Terrormiliz des Islamischen Staates vorgeht? Ich glaube, das ist nicht so. Wir solidarisieren uns mit den Kämpfen in Kurdistan. Wir stehen entschlossen gegen Faschismus, gegen den Islamischen Staat. Wir stehen entschlossen für die Freiheit von Abdullah Öcalan, dem Repräsentanten dieser kurdischen Bewegung, dem Repräsentanten dieses Befreiungskampfs. Hier stehen wir solidarisch mit der kurdischen Bewegung, die in Deutschland, in der Türkei, in Brüssel, fast überall auf der Welt mit Repressionen verzogen wird. Wir stehen hier für Freiheit und für Frieden in Kurdistan. Und wir fordern, dass Öcalan freigelassen wird. Er ist seit 18 Jahren inhaftiert. Wir rufen zusammen: Frieden in Kurdistan! Freiheit für Öcalan! Frieden in Kurdistan! Freiheit für Öcalan! Dass Erdogan ein Terrorist ist. Und damit haben wir auch recht. Denn während wir sehen, wie der Parteivorsitzende Abdullah Öcalan immer weiter versucht, Friedensgespräche aufzunehmen, immer weiter versucht, den Friedensprozess in der Türkei, in Kurdistan versucht voranzubringen, während wir sehen, wie die PKK einseitige Waffenstillstände ausruft, die Waffen niederlegt, aber die Türkei, das türkische Regime, das türkische Militär und Erdogan weiter Stellung der PKK bombardiert, sehen wir eigentlich, wer der wahre Terrorist ist. Der wahre Terrorist ist nicht Öcalan, der momentan seit 18 Jahren im Gefängnis sitzt und sich für Frieden und Freiheit in Kurdistan einsetzt. Der wahre Terrorist ist Erdogan, der immer weiter gegen Oppositionelle, gegen Linke, gegen Kurden, gegen fortschrittliche Kräfte in der Türkei vorgeht und dabei von der Bundesregierung unterstützt wird. Das ist der wahre Terrorist, nicht Öcalan. Deswegen rufen wir noch einmal, was wir von Erdogan halten. Erdogan, Terrorist! Erdogan, Terrorist! Erdogan, Terrorist! Erdogan, Terrorist!